Willkommen zu Sinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Diese Videoreihe hat das Ziel, einzelne Themen der Anwendung von Sinumeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil unserer speziellen Videoserie zum Thema flexible CNC-Programmierung. Zuerst noch der Hinweis, dass die einzelnen Teile dieser Videoserie aufeinander aufbauen. Sie sollten daher unbedingt chronologisch angeschaut werden. Ich möchte auch Einsteiger dazu ermutigen, mit diesen Videos ihr Wissen zu erweitern. Im ersten Video hatte ich erklärt, wofür die flexible CNC-Programmierung nützlich ist. Falls noch nicht angeschaut, bitte zuerst ansehen. Die Links zu allen Teilen findet man übrigens in der Videobeschreibung. Heute befassen wir uns mit den Anwendervariablen für die flexible CNC-Programmierung. Zuerst möchte ich aufzeigen, welche Arten von Variablen in Sinumeric überhaupt verfügbar sind. Dann erkläre ich die Datentypen der Variablen. Dies ist ein Thema, das man sich wirklich verinnerlichen sollte. Danach folgt das wohl wichtigste Thema für die CNC-Programmierung, die lokalen Anwenderdaten. Zum Schluss werde ich noch zeigen, wie man sich mit globalen Anwenderdaten permanent verfügbare Variablen erzeugen kann. Ich befinde mich hier am Programmierarbeitsplatz in der CNC-Arbeitsvorbereitung. Das Erstellen und vor allem das Testen von flexiblen CNC-Programmen macht man am besten mit einer virtuellen CNC. So wird der laufende Fertigungsbetrieb nicht gestört und im Büro lässt sich meist auch konzentrierter arbeiten. Das geht zumindest mir so. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein Offline-Programmiertool, das sich exakt gleich verhält wie die CNC in der Maschine. Deshalb nutze ich Run My Virtual Machine, das virtuelle Abbild der Sinumeric One. Denn Run My Virtual Machine nutzt denselben NC-Kern. Auch die Parametrierung der CNC, sprich die Maschinendaten, sind identisch zur Maschine. Somit verhält sich meine virtuelle CNC genauso wie die reale CNC. Auch die Bedienoberfläche der Sinumeric Operate ist exakt die gleiche wie die in der Maschinenhalle. Und wer mit Maschinen mit Sinumeric 828 oder 840D arbeitet, kann für die Offline-Programmierung stattdessen Sinodrain verwenden. Aber nun zu unserem ersten Kapitel heute. Schauen wir uns doch erst einmal die Variablen an, die uns Sinumeric überhaupt zur Verfügung stellt. Man unterscheidet hierbei zwischen Variablen, die permanent in der CNC verfügbar sind und solchen, die nur temporär zur Verfügung stehen, während das CNC-Programm läuft. Fangen wir mit den Systemvariablen an. Diese Variablen sind verfügbar, sobald die CNC eingeschaltet ist. Darin legt Sinumeric alle für die Bearbeitung relevanten Daten ab. Die Variablennamen fangen immer mit einem Dollarzeichen an und können im Anwenderprogramm gelesen werden, wie beispielsweise die aktuelle Spindeldrehzahl. Aber warum soll die Spindeldrehzahl gelesen werden? Den Wert habe ich selbst ins CNC-Programm geschrieben. Stellen wir uns vor, wir programmieren einen Anwenderzyklus. Der Spindelwert steht hierbei gar nicht im Zyklus, sondern im aufrufenden Hauptprogramm. Und außerdem kann der Bediener an der Maschine die Spindeldrehzahl mit dem Override verändern. Daher müssen wir hier zwingend die Systemvariable auslesen. Wenden wir uns als nächstes den globalen Anwendervariablen zu. Das sind Variablen, die remanent, also bleibend, im Speicher angelegt sind. Schalte ich die Maschine aus und dann wieder ein, sind diese Variablen immer noch vorhanden. Globale Anwenderdaten, neudeutsch Global User Data, kann ich als Maschinenanwender selbst definieren. Das sind sozusagen meine eigenen Maschinendaten. Wie das gemacht wird, sehen wir später noch. Weitere Vertreter remanenter Variablen sind die R-Parameter. Das sind Variablen, die Sinumeric für uns Anwender einrichtet. Es gibt sie, seit es CNCs gibt, sind also, Relikte aus alten Zeiten. Die R-Parameter sind jedoch
nicht ganz konfliktfrei. Stellen wir uns vor, die Frühschicht nutzt R0 als Bohrtiefe und die Spätschicht nutzt R0 als Fräsbahnzustellung. Schon haben wir den Konflikt. Zwischenzeitlich bietet uns Sinumerik allerdings eine große Anzahl von R-Parametern an. Insofern sind solche Konflikte natürlich vermeidbar. Ich selbst nutze die R-Parameter aber nur sehr selten. Zum Beispiel dann, wenn ich meine Anwenderzyklen teste. Ich speichere mir dafür Werte zum Merken in R-Parameter ab. In meinen NC-Programmen hingegen nutze ich konsequent lokale Anwenderdaten, die sogenannten Local User Data. Local User Data sind Variablen, die ich selbst mit lesbaren Namen anlege. Sie sind nur so lange da, wie ich sie brauche, nämlich zwischen NC-Start und dem Programmende M30. Doch dazu gleich mehr. Hier noch ein Blick auf Sinumeric Operate. Im Bedienbereich Parameter unter Anwendervariablen sieht man die R-Parameter. Neuerdings können R-Parameter auch mit Kommentaren versehen werden. Das ist gut, denn so wird das Konfliktpotenzial reduziert. Nachdem wir nun die verschiedenen Arten der Variablen kennen, schauen wir jetzt auf die Datentypen der Variablen. Das hört sich erst einmal etwas befremdlich an, aber auch bei jedem anderen Programmierwerkzeug muss der Typ der jeweiligen Variable festgelegt werden. Betrachten wir nun also die Datentypen, deren Bedeutung und deren Wertebereich. Beginnen wir mit dem Variablentyp Integer. Auf Deutsch bedeutet das ganze Zahl. Stellen wir uns einmal vor, wir brauchen einen Zähler in unserem Programm. Dieser Zähler braucht sicherlich keine Nachkommastellen. Der Wertebereich der Integer liegt ungefähr zwischen plus und minus 2 Milliarden. Sollte reichen. Ein weiterer wichtiger Variablentyp sind die Gleitkommazahlen, also Variablen vom Typ Real. Spätestens, wenn wir Bearbeitungspositionen vorgeben, brauchen wir die Nachkommastellen, um aufs μ genau bearbeiten zu können. Der Wertebereich der 64-Bit großen Real-Variablen ist in Genauigkeit und Größe mehr als ausreichend. Dann gibt es den Variablentyp Character, auf Deutsch Zeichen. Die Variable ist ein Byte groß und kann genau ein ASCII-Zeichen beinhalten. Interessant wird es erst beim Variablentyp String, der Zeichenkette. Das ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Characters. Damit können wir mit bis zu 255 Zeichen langen Texten arbeiten. Seltener werden Variablen vom Typ Bool verwendet. Die sind genau ein Bit groß und beinhalten den Wert wahr oder falsch. Mit ihnen kann man sich Bedingungen für Programmverzweigungen merken. Der Variablentyp Frame ist spezifisch für Sinumeric. In diesen Variablen können wir ganze Koordinatentransformationen hinterlegen. Wir werden uns diesen in einem der nächsten Videos genauer anschauen. Der Vollständigkeit halber sei noch der Typ Axis erwähnt. Auch dieser Typ ist Sinumeric spezifisch. Mit ihm kann man sich Achsbezeichner merken. Das war nun recht theoretischer Stoff, aber wenn man ihn intus hat, lohnt sich das, denn man kann dieses Wissen auch für andere Programmiertools perfekt nutzen. Nachdem wir nun die Arten und Typen der Variablen kennengelernt haben, kommen wir jetzt zu einem Werkzeug, das ich fast tagtäglich bei der CNC-Programmierung nutze, und zwar zu den lokalen Anwenderdaten. Das sind Variablen, die man nur zur Laufzeit des Programms benötigt. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Wir sehen ein noch leeres CNC-Programm im CNC-Editor. Beim Erstellen eines kleinen CNC-Programms möchte ich jetzt einmal die Syntax erklären. Geben wir die erste Anweisung ein, den Sprachbefehl def. Darüber definieren wir unsere lokalen Anwendervariablen. Übrigens, CNC-Sätze mit der Anweisung def müssen immer ganz oben im Programm stehen, an erster Stelle. Das ist auch der Grund, warum wir in ShopMill und ShopTurn-Programmen
keine Variablen definieren können. Da steht nämlich der Programmkopf ganz oben. Die Arbeitsschrittprogrammierung ist eben nicht das Tool für die flexible CNC-Programmierung, aber in der Arbeitsschrittprogrammierung geht es um schnelle und einfache Programmierung. Für maximale Flexibilität ist der G-Code-Editor perfekt geeignet. Nach dem Befehl def folgt sofort der Datentyp für die gewünschte Variable. In unserem Fall nun ein Integer, also eine Ganzzahl. Nun folgt der Name der Variablen, in unserem Fall Counter. Bei der Vergabe des Namens bitte immer aufpassen, denn dieser Name darf nicht gleich sein mit CNC-Befehlen, Systemvariablen oder eben Variablen der Maschinenhersteller. Falls doch eine Namensgleichheit besteht, kommt es zu einer Fehlermeldung, wenn das Programm gestartet wird. Übrigens kann man bei der Definition der Variablen bereits Werte zuweisen. Gibt man nichts an, dann ist der Wert neudeutsch Default. Bei Ganzzahlen zum Beispiel ist das 0. Kommen wir zur nächsten Definition. Dieses Mal soll es eine Gleitkommazahl mit dem Namen X-Position sein. Übrigens kann man mehrere Variablen desselben Typs in einem CNC-Satz definieren. Legen wir nun eine String-Variable mit der Größe von 100 Zeichen an. Und jetzt noch eine Real-Variable. Hier die Besonderheit. Mit dem Befehl LLI, Lower Limit, gebe ich den unteren Grenzwert, mit dem Befehl ULI, Upper Limit, den oberen Grenzwert vor. Unsere Variable für die Nutbreite darf also nur einen Wert zwischen 0 und 100 annehmen. Wird der Wert außerhalb dieses Bereichs zugewiesen, erscheint eine Fehlermeldung. Was kann ich nun mit den Variablen machen? Gehen wir in unserem CNC-Programm weiter. Beispielsweise kann ich die aktuelle Position der X-Achse aus einer Systemvariablen auslesen und unserer Anwendervariablen X-Position zuweisen. Ich kann mir den Wert dieser Variablen in einem R-Parameter merken. Übrigens haben R-Parameter auch den Datentyp Real. Jetzt weise ich meiner String-Variablen einen Text zu. Diese Variable gebe ich mit dem Message-Befehl als Meldung für das Bedienpersonal an der Maschine aus. Was man sonst noch mit Textvariablen tun kann, zeige ich in einem der nächsten Videos. Während der Laufzeit des CNC-Programms kann ich im Bedienbereich Parameter den aktuellen Wertezustand meiner lokalen Anwenderdaten betrachten und gegebenenfalls auch ändern. Wir haben jetzt gesehen, wie wir mit unseren lokalen Anwendervariablen arbeiten können. Die Lebenszeit dieser Variablen ist allerdings auf die Laufzeit des Programms begrenzt. Die Inhalte dieser Variablen sind also nicht dauerhaft gesichert. Für eine remanente Sicherung von Werten kann ich die R-Parameter nutzen. R-Parameter sind im Gegensatz zu den Variablen mit Namen nicht selbstsprechend. Kommen wir nun noch zu den globalen Anwenderdaten. Zuerst müssen wir hierfür eine Definitionsdatei für unsere GUDs anlegen. Dazu wechseln wir in den Bedienbereich Inbetriebnahme. Nun geben wir als Kennwort Customer ein und wechseln in die Maske Systemdaten. Wir positionieren den Cursor unter NC-Daten auf Definitionen und wählen unter Neu den Namen UGUD aus. Daraufhin öffnet sich die Definitionsdatei UGUD.def im CNC-Editor. Wie bei den lokalen Anwenderdaten nutzen wir auch hier den Befehl def. Der Befehl nck legt fest, dass diese Variable in allen Kanälen der CNC zur Verfügung steht. Es folgt dieselbe Syntax wie bei den LUDs. Eine Real-Variable mit Lower and Upper Limit. Nun die nächste Definition. CHAN für Englisch Channel besagt, dass die folgenden Variablen in jedem Kanal der CNC bereitgestellt werden. Und noch einmal dieselbe Syntax wie bei den LUDs. Somit stehen die Variablen für den Wechselpunkt des Revolvers in allen Kanälen separat zur Verfügung. Als nächstes die Definitionsdatei schließen und die Frage, ob die GUDs sofort aktiviert werden sollen, einfach mit Ja beantworten. Und schon sind die Variablen da und können programmiert werden. Im Bedienbereich Parameter in der Maske Anwendervariablen
können die globalen GUDs sowie die Kanal-GUDs angezeigt und beschrieben werden. Und zwar genauso wie bei den R-Parametern. So viel zu unserem heutigen Thema Anwendervariablen für die flexible CNC-Programmierung. Wie wir diese Variablen verwenden können, zeige ich in den kommenden Videos. Also unbedingt am Ball bleiben. Und an dieser Stelle noch der Hinweis auf den CNC4U Newsletter. Falls noch nicht geschehen, den Newsletter am besten gleich abonnieren. Einfach CNC4U in die Internetsuchmaschine eingeben, dann registrieren und fertig. Er informiert über Wissenswertes rund um die Anwendung von Sinumeric und auch über Sinumeric Live. So verpasst man keine Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.